Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Endlich kann es mal weitergehen hier und wir müssen jetzt den Claptrap weiter verteidigen. Und sind leider Gottes wieder am Anfang hier in Liars Burg gelandet. Das finde ich ein bisschen doof hier beim Safe-System, dass wir dann jedes Mal jetzt zurücklaufen dürfen. Aber ich denke, damit werden wir klarkommen. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Leute, tschüss. Egal, die kriegen ja den hier auf den Kopf und dann geht das. Oh Leute! Ich glaube, unser Geschütz hier muss ein bisschen was leisten heute. Okay, wo ist der? Aha. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Wir aber schon. So, jetzt kümmern wir das Teil mal. So. Was haben wir denn da Schönes? Egal, nehmen wir mit. Und die... Nee, die ist wertlos. Aber eine Granate haben wir gefunden und die können wir immer gebrauchen. So, jetzt müssen wir... Ach du Scheiße, Leute. Jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder schnell spontan durchkämpfen. Und das ist jetzt ein bisschen doof. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da habe ich gar keine Lust drauf. Deshalb renne ich da jetzt eiskalt. Nicht hier lang. Ja, das war jetzt auch gerade wieder... Sturz, Leute. Ich habe keinen Bock. Ihr könnt mich mal, ich renne einfach an euch vorbei. Und den haben wir auch wieder am Hals, ne? Ja. Wir versuchen jetzt mal schnell hier durchzurennen. Boah. Gott sei Dank haben wir ein Schild, Leute. Gott sei Dank. Ohne Schild wären wir sowas von am Arsch. Boah, guckt euch das an. Okay, geschafft. Gut, da sind wir wieder beim Schiff. Wir bekommen gerade Schaden, oder was? Oh ja, die. Oh, hier die Rex. Die Teile sind ja grausam, wirklich. Na komm. So. So geht das. So, kurz nochmal gucken, was das hier ist. Und Leute, ich habe scheinbar. Ich habe rausgefunden, woran es scheinbar lag, dass wir im letzten Part so einen katastrophalen FPS ab. Abbruch hatten da so einen Fall. Das lag scheinbar wirklich daran, dass meine Festplatte beschissenst voll war. Ja, und wenn ich beschissenst sage, dann meine ich auch beschissenst. 200 GB waren frei und das scheint wirklich nicht auszureichen, um Borderlands 2 richtig, richtig darzustellen. Hey, du Scheißvieh, du bist stirb, ey. So, jetzt haben wir die endlich weg und können hier... Ja. Endlich wieder hier hin. Dann schmeißen wir hier mal eine Granate hin und gucken, ob die ankommt. Nein, die kommt nicht an. So. Tatsache, das Ding ist echt angekommen. Leute, Leute, Leute. Boah, das ist... Abartig. Das ist so eine abartige Granate. Das geht schon gar nicht mehr klar. Echt nicht. Guckt euch das doch mal an hier. Egal, was uns im Weg steht, damit bomben wir alles kaputt sofort. Das ist quasi ein Instant-Kill. Ja? Zack. Und da hinten noch eine hin. Und hier kommt nichts mehr an. Ja, der genauso wenig. Ah, da hinten lebt noch irgendwas. Wo ist der denn? Ja, da hinten lebt nichts mehr. Warum nur? So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Nichts. Gut. Uns stellt man sich nicht in den Weg. Das ist nicht wahr. Oh ja, nee. Junge, ist klar. So. Hasse. So. Was mache ich hier eigentlich? Wartet mal eben, ich räume hier mal ein bisschen das Inventar aus. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, die behalten wir erstmal und die genauso. Ja, die kann raus, das ist ja... Leute, ist ja alles wertlose Waffen. Wären die wenigstens was wert, dann würde ich sie mitnehmen, aber... Ja, wenn wir sie nicht gebrauchen können und die so schwach sind,
dass wir quasi keine Verwendung dafür haben, dann bringt das. Die Zuckerpäppchen bringt uns das auch nicht so viel. Wie geht das so? Ich hab hier Wurfle. Okay, den holen wir uns mal eben mit dem Idiot. Und der ist auch weg. So, Gesundheit haben wir wieder voll. Das ist sehr angenehm. Gut. Dann können wir hier auch weiter. Leute, das geht ja gerade richtig gut hier. So, jetzt aber hier. Okay, ich nehme nichts davon mit. Das ist ja, das bringt jetzt auch nicht. Gut, Leute, damit ihr das schon mal wisst, nächstes Mal mache ich das hier definitiv offscreen, weil ich da hab jetzt keine Lust mehr drauf. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ja, ich habe echt definitiv keine Lust mehr darauf, das hier so zu machen. Ich kann mir das mal hier schön mit Granate nicht ab. Macht die trotzdem Schaden? Ja, ja, ne? Oh, der nimmt aber wirklich, naja, doch nicht so viel ab. Das ist doch nicht, den habe ich überschätzt. Sagen wir es mal so. Da hier liegt ein Stück. Naja, können wir nichts mehr mitmachen. Was haben wir denn hier? Weil die nehmen wir zum Beispiel mal mit. Die hat doch, oh, hier. Leute. Jetzt kommt's. Ey, eine hübsche Schrotflinte. Auch wenn die gegen unsere nicht so unbedingt viel besser ist. Aber, oh, das ist, ui. Leute, das ist ja mal ein geiles Teil. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Das wäre jetzt Verschwendung, das da liegen zu lassen. Und deshalb muss es mit. So. Und wir müssen jetzt endlich dahin, wo wir letztes Mal abbrechen mussten. Ach, der war schon tot. Verzeihung. Alter, renn doch nicht so weg. Der schießt auf uns. Jetzt nicht mehr. Oh, mit dem schließen wir jetzt schon ab. Unsere eigene Granate hat uns gerade echt den Schild beschädigt. Leute, was ist denn hier los? So, aber die kriegen jetzt erstmal das Teil. Ja, scheinen alle tot zu sein. Oh Leute, ich finde diese Granatenmod so abartig übel. Das ist nicht mehr normal. Ehrlich, die macht ja mehr Schaden als mit einer Granate als wir mit unserer Schrotflinte in einer Stunde oder so. Ja, jetzt im Ernst, Leute. Guckt euch das mal an, was das Ding hier für Schaden gemacht hat immer. Naja, gut, jetzt sind wir endlich hier. Und jetzt läuft es hier scheinbar auch flüssig. Das ganze Geruckel war scheinbar wirklich die ganze Zeit über, dass meine Festplatte nicht leer genug war. Beziehungsweise zu voll war. Aber das haben wir jetzt endlich behoben. Also bisher läuft es eigentlich super. Bin ich doch recht, recht erfreut drüber, muss ich wirklich sagen. Boah, der war. Boah, guckt es euch an. Okay. Ja, kommt her, Mädels. Ja, dann muss ich das wohl machen. Ja, Zeit zu sterben, Leute. Nehmt es euch mal zu Herzen. Ja. Weil mit unserem Turm nimmt man es nicht mal eben so auf. Oh, da. Oh, toll. Ja, da würde ich jetzt doch gerne ankommen. Irgendwie. Das ist auch irgendwie blöd so. Ja, Alter, was soll das denn? Nee, Leute, echt. Das ist ja mal Dreck überhaupt hier, ne? Boah, ich will meinen Schild wieder haben hier. Leute! Dann holen wir uns jetzt hier erstmal Geld. Warte, bis unser Schild wieder ein bisschen steht. Ey, da ist er ja. Jetzt aber auch nicht mehr. Verdammt. Komm ich durch. Sein Gesicht gesehen? So. So läuft das hier. Yeah. So, die sind weg. Das ist schon mal schön. Gut, dann kommen wir endlich weiter. Hat auch lange genug gedauert. Wobei jetzt muss ich sagen, Sniper-Munition. Ein bisschen mehr wäre echt gut.
Weil den Sniper, den brauchen wir definitiv noch öfters. Und ja, das ist jetzt... Ich kann keine Treppen steigen. Ja, hast du Pech gehabt. Wir müssen irgendwie anders raufkommen. Nö. Abgelehnt. Finde die Steuerung. Ja, ist natürlich mal wieder alles meine Aufgabe hier. Ach, da haben wir jetzt schon wieder was. Leute, der ist ja mal so tot. Und der auch. Der auch. Nein, der nicht. Jetzt aber. Ne, nicht mit mir. Ich auch nicht. So, wo ist denn jetzt der eine? Ach, da. Oh, ich mag den Sniper. Der ist wirklich toll. Bin echt froh, dass ich mir den genommen habe und nicht die Schrotflinte. Da war er, genau. Gut. Ja, auf den anderen Container, da hatte ich jetzt keine Lust. Geld. Oh Leute, guckt euch das mal an, wie viel Geld wir haben. Wir haben einfach richtig gut abgestockt bisher. Nehmen wir alles mit. Ja. So. Ja, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Nichts. Yeah. Okay, das war Munition. Die brauchen wir auch. So, und jetzt gucken wir uns nochmal kurz hier um. Aha. Geld. Ja. Ja, mehr gibt es hier dann scheinbar auch nicht. Ah, doch, noch ein bisschen hier. So, und dann gehen wir jetzt mal rauf. Und werden uns höchstwahrscheinlich mit ein paar netten Herrschaften unterhalten. Okay. Nachgeladen ist. Okay, das ist gut. Dann nehmen wir die auch mal raus. Okay, hier ist aber bisher noch keiner. Das heißt aber nichts. Okay, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Oh, das ist schlecht. Naja, aber immerhin schon mal erwischt. Ja. Nicht so katastrophal daneben geschossen wie davor. Leute! Leute, nicht so grob ihr. Ihr macht mir Angst. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Egal, tot. Wow. Okay, wir sind scheinbar... Ja, doch, durchaus. Oh nein. Ich geb dir Opfer, hier. Oh nö. Nein, nein, nein. So, ich hoffe, die kommt jetzt an. Ja, die kommt an. Leute! Alter Schwede! Boah, das war knapp. Und wir haben echt Glück gehabt, dass wir jetzt ein Level aufgestiegen sind. Hätten wir das nicht gehabt, wären wir wahrscheinlich relativ bald gestorben. Ja, da gucken wir uns jetzt nochmal hier um. Boah, Leute, Leute! Was sind das denn für Monster? Ja, okay, aber... Ja, gegen unsere... Hier macht das Ding auch nichts. Was ist das denn hier? Ja, egal. Das buggt irgendwie komisch rum. Ja, warum ist das hier so... Warum ist das Zeug hier so blau? Achso, von hier, ne? Ja, kann sein. Gut, dann gucken wir mal eben hier. Haben wir überhaupt noch so Badass-Dinger? Ja, haben wir. Okay, Nachladegeschwindigkeit. Granatenschaden. Macht ja nicht genug Schaden. So. Die Feuerrate erhöhen wir. Dann den Schusswaffenschaden nochmal ein bisschen erhöhen. Schildladegeschwindigkeit ist immer gut. So, da haben wir's. So, ich würde sagen, fürs Training. Nehmen wir jetzt dieses Mal das. So, dann können wir jetzt erstmal. Lass dir nur Zeit, Untertan. Auf unbeweglichen Plattformen rumzustehen ist meine wirklichste Lieblingsbeschäftigung. Ja, sei dankbar, du Idiot. Mensch, ist ja nicht so, als hätten wir hier ja mit Problemen zu kämpfen gehabt. Okay, Leute, das ist jetzt verdächtig. Das ist sehr, sehr verdächtig.
Ja, wir kriegen sogar Gesundheit spendiert. Das ist besonders verdächtig. Weil das passiert hier nicht ohne Grund. Okay, das war jetzt dämlich, weil die Waffe können wir überhaupt nicht gebrauchen gerade. Deshalb tauschen wir die gegen unsere... Die hier war's. Ja. Gegen die aus. So. Nachgeladen haben wir. Okay, ach du Scheiße. Ja, Leute, wir sind hier jetzt an einer schicksalhaften Stelle. Ja, stirb. So, jetzt gucken wir hier nochmal eben. Munition. Ein Schild. Okay, der ist nicht unbedingt besser als unserer. So, dann verkaufen wir jetzt mal hier. Als Samen. Hat eine längere Ladegeschwindigkeit als das hier, macht aber merklich mehr Schaden und ist genauso präzise und hat die gleiche Feuerrate und ein höheres Magazin. Das heißt, wir behalten das Ding hier. Kann das raus, das kann raus. Ja, die kann auch raus und dann... Lass es nicht halt, stopp, Munition, genau. Was haben wir denn hier Schönes? Sniper. Ist, oder? Sniper, ja. Genau. Danke für die Kohle. Immer gerne. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Okay, Leute, jetzt. Oh, nice. Jetzt geht's los. Das ist, ja, man sieht's doch schon. Das ist ein Kampf-Schlachtfeld hier. Komm raus, Flint! Deine Claptrap-Einheit ist wieder da! Alter, halt die Klappe. Boah. Scheiße, der wackelt hier alles ab. Boah, Riesenflammen hier. Ach, unsere Scheiße. Neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Ach, Scheiße. Das ist Flint. Sehr schön. Captain Flint. Brenne, Baby, brenne. Okay. Dann gebe ich mir jetzt... Adelson, es tut mir leid, Captain Flint, Sir. Bitte verteidigen Sie mich nicht mehr. Kriegt der von hier eiskalt abgeschossen... Abschüsse. Die mache ich jetzt auch drin, so. Versuche ich mal. Scheiße, der ist groß gelatscht. Granate! Herausforderung war das. Ja, das ist nie eine Herausforderung hier mit den Waffen. Ne, Leute, kommt. Ne, Moment, Moment. Das machen wir mit einer anderen Waffe. Das. Die tauschen wir gegen das Teil hier aus. Ja, gleich haben wir ihn. Tot. Flint ist tot. Oh, du bist der furchterregendste Krieger, den dieser Gletscher je gesehen hat, mein Freund. Ja. Nur die Präzision ist noch nicht so ganz meins. Wow. Leute, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Der Typ ist erledigt. Der lebt ja immer noch. Alter, der wird jetzt aber mal hier hart rangenommen, der Typ. Oder auch nicht. Oh, oh Leute, ehrlich. Naja, Moment. Ja, wo ist er denn? Na, da ist er. Da gehen wir jetzt auch zu Fuß hin und den machen wir auch schön. Da. Idiot. Trottel. Und wir schießen beide Male daneben. Nicht übel. So. So, das war gerade eine interessante Aktion. So. Ja, ah, da kommt er. Ich wollte gerade schon fragen, wo bleibt unser Claptrap? Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Ja, jetzt müsstest du auch nur noch aufmachen, dann wäre ich auch schon dankbar. Ring. So, dann gucken wir, was wir hier Geiles finden. Okay, das war jetzt nicht unbedingt Sinn der Sache. Wow. Was haben wir denn hier Schönes? Die nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nehmen wir auch mit. Und hier nehmen wir, was wir können. Und die, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Gut, dann haben wir hier jetzt gleich alles zusammen.
Und können im Grunde direkt danach erstmal wieder nach, nach Lyasburg zurückgehen. Da werden wir dann sowieso im nächsten Part auch wieder starten dann. Deshalb ist das dann doch am sinnvollsten. So, mal eben kurz noch gucken. Hier haben wir ja auch noch was. So. Da ist es! Mein mächtiges Seefahrzeug! Naja. Das ist zu Wasser, mein alter Seebär! Geht, ne? Im Grunde denkt man ja eigentlich, das hier ist sein Schiff, ne? Dieses Riesending fand ich persönlich, habe mir gedacht, alter, geiles Schiff. Wenn das wirklich das Schiff sein sollte, dann wäre das geil. Aber nein, es ist dieser kleine, gammelige Fischerkahn hier. Ja, nicht mal ein Bruchteil so groß wie das Schiff von Flint. Gut, dann reden wir mit ihm. Schwierigkeit normal. Junge, das war nicht normal. Lass uns Segel setzen! Abgelehnt. Die Straße nach Sanctuary. Okay, wir könnten da jetzt theoretisch hingehen. Könnten wir jedenfalls. Moment, ich guck mal eben kurz in die Quests rein. Nein, wir haben noch die Symbiose vor uns und die müssen wir auch auf jeden Fall noch erledigen. Gut, dann, ja, Leute. Da wir eh in Richtung Lyasburg müssen, würde ich sagen, mache ich für diesen Part hier erstmal Schluss. Und wir kümmern uns dann im nächsten Part um die Quest Symbiose. Und ich hoffe, wir werden dann auch so weit kommen, damit ihr sehen könnt, was es mit diesem Bullimong-reitenden Typen auf sich hat. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.